Mach dir Lebenslust. Musik und Menschen, die motivieren. Dein Videopodcast zur gleichnamigen Radiosendung aus Berlin von Bastian Lee Jones. Mach dich besser, mach dich auf, mach dich Boss. Authentische Menschen nehmen dich mit und teilen ihre Lebenslust mit dir, weil wir uns lieb haben. So, einen herzlichen guten Tag, liebe Hörerinnen, Hörer und Hörer. Wir sind jetzt hier für Alex Berlin und für rockradio.de unterwegs in Schöneberg. Warum? Und zwar, ich habe hier ist Bastian Lee Jones und ich habe hier vor mir zu stehen, wer ist denn das jetzt hier? Na, ich bin der Alvin. Guten Morgen, Alvin. Von der Fahrradschmiede hier in Schöneberg. Was hat das? Die Bewandtnis ist folgendermaßen. Ich bin ein leidenschaftlicher Radfahrer. Mein Papa ist damals schon in Bali, wo ich geboren bin, mit Motorrad angekommen. Und ich bin immer schon hingewatschelt und wir haben dann immer Motorradtours gemacht. Wie ist so dein Bezug zum Zweirad? Bei mir kommt der Bezug aus dem sportiven Bereich. Ich habe damals als Jugendlicher Ringsport gemacht und Radsport. Und musste auch immer alles selber reparieren. Da lag das nahe, gleich nach meiner Ausbildung dann auch mich selbstständig zu machen. Nee, du hattest gleich einen Plan vom Leben, was du wolltest. Du wolltest unbedingt, also ich meine, weißt du, weil komm, jetzt seien wir mal ehrlich. Vor 20 Jahren war es noch nicht in einen Fahrradladen aufzumachen. Das kam doch erst die letzten 15 oder 10 Jahre. Nein, den ersten Fahrradladen, den hatte ich 81, 82 gegründet, den Fahrradladen in Meringhof mit Peter Stage zusammen. Das warst du? Ja, ja. Okay. Und da war ich dann 7 oder 8 Jahre mit dabei. Ja. Und habe noch nebenbei Musik gemacht. Und das war dann mal dann irgendwann interessanter, die Musik auf Tourneen gehen, Bandmusik. Und war Schlagzeuger. Nein. Und dann gab es natürlich auch mal ein paar Jährchen Auszeit. Aber ansonsten habe ich seit Anfang der 80er bis heute fast durchgängig. Bin ich selbstständig im Fahrradladen, schraube, organisiere, mache und tue. Wahnsinn. Das macht Freude, ne? Das macht mir heute noch so viel Freude, dass ich selbst, ich glaube, ich habe schon den 1.000.000. Schlauch gewechselt und es ist immer noch mit Freude erfüllt. Ja, wirklich. Das macht total Spaß. Wow, also ich finde das unwahrscheinlich motivierend, wenn man so Leute sieht, die so, ich meine, weißt du, ich kam, glaube ich, so vor 9 Jahren gefühlt zum ersten Mal hier in deinen Laden. 9 Jahre? Oder ich weiß es nicht. Wie lange bist du hier? Also hier in diesem großen Laden bin ich jetzt seit 15 Jahren. Und angefangen habe ich in der Gustav-Müller-Straße. Mhm. Das ist eine Parallelstraße von hier. Und das war 2001 und den habe ich von Harry Koch übernommen, ein ganz toller älterer Mann. Mit 74 hat er noch geschraubt und Fahrräder verkauft. Und dann habe ich gehört, dass er in seinen Laden verkaufen will. Und dann habe ich mal eine Zeit lang für ihn und mit ihm zusammen gearbeitet. Und irgendwann hat er dann gesagt, Alvin, du bist würdig, meine Kunden zu übernehmen. Ah, ja, genau, ja, so war ja, das. Ja, ja. Da habe ich mich riesig gefreut und habe ich den Laden abgekauft. Und natürlich alles über über alternative Finanzierung und so weiter. Und ja, und es ging dann steigend nach oben. Niemand hier im Kiez wollte, dass der Laden von Harry Koch aufgeht und waren alle erfreut, dass ich weitermache. Ja. War ganz witzig, weil die hielten mich nämlich alle für seinen Sohn. Ja. Ist ja ulkig. Es ist aber schön, dass der Sohn weitermacht, wenn der Vater aufhört. Und wir beide haben natürlich das Spiel mitgemacht. Klar. Das war witzig. Ich meine, wenn man schon so eine Medienstory geschenkt bekommt, also das heißt, du hattest irgendwie eine Grundidee von deinem Leben, so verstehe ich das. Du hattest einen Plan und hast den irgendwie umgesetzt und warst total aufmerksam in der Gegend, ne? Nun ja, das würde ja jetzt heißen, ich müsste weit, weit zurückgreifen. Da reicht die Sendung gar nicht aus. Da müssten wir ja eine Serie machen, wie es heute bei den Kinofilmen üblich ist. Aber im Grunde genommen, ja, ich habe ja Ausbildung gemacht als Werkzeugmacher und Formbauer. Habe eine Zeit lang als Schlosser und Formbauer hier gearbeitet. Da war ja noch die Mauer gestanden. Es gab Berlin-Zulage, richtig gut verdient. Aber ich habe mir
gedacht, nee, das ist es nicht. Ich will nicht, dass mir ständig irgendjemand Befehle erteilt. Und dann dachte ich so, ab jetzt läuft das anders. Und dann habe ich Leute kennengelernt über die SFE, Schule für Erwachsenenbildung, Anfang der 80er. Und dann fiel das. Fahrradladen machen. Ich, ja, war voll dabei, das machen wir. Kein Geld, kein Cent in der Tasche. Aber es war alles im Flow, alles im Fluss. Mhm. Wir haben in der Werkstatt quasi umsonst eine Werkstatt bekommen, haben Netzwerk, hat uns ein Auto zur Verfügung gestellt, so eine alternative Kreditgeber früher. Mhm. Und so fing das dann eben an und mit gebrauchten Rädern. Und so haben wir das dann so von der Pike auf an gelernt, Peter und ich. Ja, und natürlich gute Grundkenntnisse, ne, weil wir ja eh schon Facharbeiter waren. Mhm. Ja. Also ich kann euch wirklich empfehlen, ich war letzte Woche bei dem Netzwerktreffen der Berliner Handwerksunternehmen. Handwerk, habe ich mir sagen lassen, hat goldenen bis Platinboden. Also Leute, geht nicht studieren oder so. Schule ist absolut overrated. Macht ein Handwerk, hier so wie Albin. Unbedingt, ganz unbedingt. Was wir hier im Fahrradbereich brauchen, sind vor allem Frauen. Ja. Frauen, die sich trauen, eine Fahrradmechaniker oder das heißt eine Fahrradmechatroniker-Ausbildung, ganz gut, muss 3,5 Jahre lang gelernt werden, ist ein richtig anspruchsvoller Beruf, Fahrradmechaniker 2 oder 2,5, muss man aber so ein kleiner Meisterbetrieb sein. Mhm. Und Frauen, ran mit euch, werdet Fahrradmechanikerinnen, Männer gibt es wie Sand am Meer, leider. Ja, Frauen, sie geben einfach auch ein bisschen ein anderes, wie sagt man, eine andere Herangehensweise. Ja, eine Herangehensweise. Mhm. Da ist von vornherein, von der weiblichen Kundschaft schon gleich viel mehr Vertrauen natürlich, da in den Laden, wenn auch Frauen da sind, die sie bedienen können und Ahnung haben. Ne? Ja, ich kenne das ja, wenn ich in einen Computerladen gehe oder so, wo ich nicht so unbedingt die technische Ahnung habe, ich denke immer, ich bin blöd. Also wie machst du das bei Damen, dass die nicht denken, oh Gott, ich bin eine Frau, ich bin vielleicht untechnisch und jetzt bin ich hier in so einem Männerhaushalt. Wie machst du das? Ich meine, dein Laden ist so liebevoll eingerichtet. Du hast eine Ecke für Kinder, du hast hier antike Lampen und antike Badges, also so Abzeichen von alten Gierlitzer Fahrrädern etc. Das ist doch alles schon sehr, sehr auf Emotion aufgelegt hier. Das ist vor allem Dingen so, wie ich meinen Laden haben will. Das war für mich von Anfang an klar, dass mein Laden nicht so aussehen wird wie viele anderen, so völlig aufgestylt. Und dann kommt ein Verkaufspsychologe, der sagt, du musst das und das da und da haben. Das ist nicht mein Ding. Für mich war klar, Pflanzen müssen rein, die Wände müssen ein bisschen bunt angemalt sein. Und ja, so einen persönlichen Stil halt reinzubringen. Das gefällt mir. Und du, sei mal vorsichtig, Männer und Frauen auch, die erkundigen sich heute so doll übers Netz, dass ich manchmal ganz schön erstaunt bin, was die schon mit was für ein Vorwissen die hier reinkommen. Ja. Alle Achtung, sage ich dann nur. Ja. Na Mensch, du, ich habe ja hier 3 Fahrräder bei euch in Betreuung, sag ich mal. Mein Bergamot, was ich hier auch gekauft habe, das läuft super, ist mein Trainingsrad nach wie vor. Schon sehr lange her. Ja, ich glaube fast zu Anfangszeiten des Ladens. 8, 9 Jahre oder so müsste das her sein. Genau. Mein Fahrrad kommt mit Licht und alles ganz secure. Aber, du brauchst ja auch noch neue Griffe. Ja, vielleicht, genau. Und wie gesagt, ich komme immer super, super gerne her. Es ist immer super witzig. Du hast ja auch immer ein super Team hier. Ja, der Dennis, der will jetzt hier nicht so im Bild sein. Und die anderen, kann ich mich erinnern. Michael und Tim. Ja, Tim ist jetzt nach Kreuzberg in einem befreundeten Fahrradladen und fühlt sich da auch ganz wohl. Ist auch ein ganz super Laden, Radlust heißt er, da gebe ich gerne voll weiter so. Und ist ja auch ein toller Mechaniker, sind tolle Leute da. Und der Michael, der ist nach Österreich ausgewandert. Nein. Ganz urplötzlich schnappte er Kind und Kegel und war in Österreich. Ja. Auch 2 hervorragende Mechaniker. Ja, ein bisschen traurig bin ich schon, dass sie weg sind. Das glaube ich. Dennis ist super, wir verstehen uns, wir haben auch eine Freundschaft und er ist ein super Mechaniker, kennt sich mit allem, der kennt sich technisch besser aus als ich und ich war immer bemüht, Mechaniker zu haben, die sich besser auskennen als ich. Bin mit anderen Sachen mehr beschäftigt und kann sowieso nicht immer alles in der Werkstatt machen. Ne? Aber es ist sehr anstrengend. Mhm. Ja.
Aber wie du auch hier vermittelst uns ganz authentisch, total befriedigend für dich und deine Vision sozusagen wahrgemacht. Sag mal, wir sind jetzt hier im Herbst und so leidenschaftliche Radfahrer wie ich, die auch im Schnee und bei Regen fahren, gibt es da irgendwelche Hacks? Ich meine, was sind die Schwachpunkte? Wo kommen die Leute? Ich meine, ich habe jetzt mein Rad bei dir eben, weil die Lichtanlage immer so ein bisschen klapprig ist. Genau, da hast du schon das angesprochen. Es gibt zwei Schwerpunkte. Das einmal ist die Lichtanlage, die muss funktionieren, unbedingt. Die Stadt hier wird immer dunkler, die Autofahrer sehen euch nicht, liebe Jungs und Mädels da draußen. Das Licht muss funktionieren. Wenn es euch vom Stylischen her nichts ausmacht, ist eine gelbe Weste das Allerbeste. Mhm. Ja. Und ein Helm. Mhm. Helm, auch wenn es stylisch für manche nicht so toll ist, zieht Helme auf. Helme. Es gibt zwei heiße Punkte. Das eine ist, der Autofahrer guckt nie nach hinten und wenn der einparkt und aussteigt, dann rattert ihr gegen die Autofahrertür und ihr landet unter Garantie auf dem Kopf. Und wenn ihr auf dem Kopf landet, dann kann alles kaputt sein. Wenn der Schulter gebrochen ist oder ein Arm, Brüche heilen wieder, aber der Kopf nicht. Ja? Das ist wichtig. Naja, ich meine, vielleicht bekehrst du mich ja noch zu einem Helm. Ich bin ja so ein totaler Helmverweigerer. Ich habe immer meine Basecap, hatte aber auch deswegen schon zwei Unfälle mit Klavikulabruch und meine Arme waren gebrochen, ich als Pianist. Aber für mich war es eher eine Reinigung, muss ich sagen. Und jetzt kommen wir mal hier auch mal. Ich sehe hier nämlich auf der Theke immer so ganz tolle Bücher. Ich habe die nämlich schon mal. Wollen wir mal rübergehen? Genau. Und zwar, wenn wir mal schauen, hier sind so ganz tolle kleine Büchlein. Sind das so Reminder für dich? Nun. Das ist, ich bin ein spiritueller Mensch, mhm. Ja, und das ist für mich wichtig hier, dass ich auch im Laden meine Spiritualität leben kann. Deswegen ist es auch für mich wichtig, dass ich in Freude das mache und das auch weitergebe. Das ist mein Traum, mein Herz, was hier drin ist, ja. Und ich habe ziemlich, und Buddhismus ist meine... Buddhismus, sagen wir mal den Zen-Buddhismus, der ist ziemlich undogmatisch. Und das habe ich mir 20 Jahre lang hingegeben und ich finde die Philosophie immer noch hervorragend, immer noch zeitgemäß auch, obwohl sie schon tausende von Jahren alt ist. Und es ist einfach mein Ding, meditieren, in Ruhe sein, harmonisch sein und so weiter. Ja. Ne? Aber es gibt auch manchmal Streit. Aber das ist in Ordnung. Für einen Zen-Buddhisten ist das immer okay. Super. Und du meditierst beim Aufstehen oder bist du eher der Abendsmeditierer oder zwischendurch? Nee, ich bin ein Morgenmensch. Bei mir muss alles morgens ablaufen. Ja. Ich stehe dann um 6, 7 Uhr auf, dann meditiere ich, mache ein bisschen Sport, bereite mich für den Laden vor, trinke ein Teechen und dann geht's los. Wow. Ja, dann bin ich um 9 Uhr hier und dann bis um 8 Uhr am Abend und dann muss ich zu meiner süßen gehen. Hey, cool. Klingt nach einem super erfüllten Leben und absolut nachahmenswert, liebe Leute. Sag mal, findet man euch im Internet oder habt ihr irgendwie Öffnungszeiten oder wo sind wir hier eigentlich? Nun, wir sind im sogenannten Roten Kiez hier, in Schöneberg, Kolonnenstraße, eine Julius-Leber-Brücke. Meine Internetseite findet ihr unter fahrradschmiede-berlin.de. Geöffnet Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr. Ja, so viel dazu. Wow, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich und dir noch tausende von Fahrrädern und euch, dem ganzen Team. Ich wünsche euch alles Beste und ganz viel Gelassenheit und Freude und Passion. Vielen Dank für deinen Kommen. Ja, ich danke dir, ne? Danke. Mit Luftdruck, aha. Spannend. Ja, irre.